Grüß Gott. Diese kleine Episode, welche wir heute am Sonntag hören, ist eigentlich ein Präludium für ein großes Wunder Jesu, von welchem wir in einer Woche hören werden. Und doch in diesen ein paar Sätzen versteckt sich etwas sehr Prägendes und Fundamentales, also worauf wir wirklich ein Hauptwerk bauen können, für ein jeglicher Erfolg in unserem eigenen Leben und Wirken. Und es geht auch nicht um Erholung im Sinne, wie wir es heutzutage verstehen. Auf den Punkt bringt das der heilige Augustinus, indem er schreibt: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. So hören wir zuerst diese ein paar Sätze aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit für Essen, so zahlreich waren die Leute, die kommen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als Jesus ausstieg und sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er lehrte sie lange. Ich denke, das Erste, was wir hier wahrnehmen müssen oder sollen, ist gleich der erste Satz. Die Gesandten versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelernt hatten. Ich denke, hier steckt es ein Grundprinzip in der Glaubenswachstum und untereinander, in der Familie, in einer Gruppe, in einem Gebetskreis, in der Gemeinschaft, dass wir uns alle versammeln um Jesus und berichteten, was in meinem Leben Gott getan hat. Der heilige Lukas, gleich in der ersten Satz in seiner Apostelgeschichte, schreibt es so: Im ersten Buch, lieber Theophilus, Theophilus also Freund Gottes, das bist auch du, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelernt hat. Ich denke, das ist der gleiche Satz, welchen wir heute im Evangelium hören. Und im Grunde genommen, das ist eigentlich auch das, was wir gerade bei jeder Eucharistie am Sonntag machen. Diese Wort-Gottes-Liturgie, wo wir hören, wo wir lesen, was Jesus im Laufe der Geschichte oder was Gott im Laufe der Geschichte getan hat, was er gelernt hat. Ein bisschen schade, dass es hier, also in der Eucharistie, keinen Platz dafür gibt oder vorgesehen ist, dass eben ihr als Volk Gottes berichtet, was Gott in euch und durch euch, beziehungsweise was ihr im Namen Jesu getan habt. Desto mehr sollte das eben in einem kleineren Kreis geschehen. Und dann schickt Jesus sie nicht auf Urlaub, sondern in eine einsame Gegend, in die Wüste. Ein Sinnbild der Wüste ist, die Wüste ist ein bevorzugter Ort, wo man Gott begegnen kann, wo Gott dich neu schaffen kann. Denken wir an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott alles aus der Erde getan hat, die ganze Schöpfung. Er formte Tiere, formte ganz alle Lebewesen, er formte auch an Menschen.
Kommt alle zu mir, sagt Jesus, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Und hier schickt Jesus seine Jünger in die Wüste, um bei ihnen diese Ruhe zu schaffen. Wieder kann man hier eigentlich den Satz des heiligen Augustinus zitieren: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also es geht nicht um Urlaub. Es geht, dass wir wirklich zu Jesus kommen, damit er uns wieder neu schaffen kann. Was ist ein Ziel bzw. eine Frucht dieser Wüstenzeit? Da müssen wir auf Jesus Christus schauen. Er geht selbst in die Wüste, 40 Tage und Nächte lang. Und dann, Jesus kehrte von der Wüste, erfüllt von der Kraft des Geistes, zurück. Und dann geschieht ein Wunder nach dem anderen. Das will Jesus auch für seine Jünger und auch für dich, wenn du Nachfolger Jesu bist. Er will, dass du Zeit findest, zu ihm zu kommen, mit ihm in die Wüste zu gehen, wo er dich neu schaffen kann. Und genauso wie er erfüllt war vom Heiligen Geist, er will auch dich vom Heiligen Geist erfüllen. Das ist eine Einladung, mit ihm zu wirken. Mehr, besser, weiter, tiefer. Denkt ihr an das, was ich vor einer Woche gesagt habe? Es gibt genug Christen, theoretische Christen, die nichts machen, die nur Beobachter sind. Jesus lädt auch dich ein zum Mitwirken in seiner Gnade, in seiner Kraft. Dazu bist auch du berufen, dazu bist du auch du gesendet, auch in die Wüste, um die Zeit mit ihm zu verbringen, um neu zu werden, mit all deinen Problemen, Schwierigkeiten, um von ihm ein neues Wort zu hören. Schaut, die Leute folgen Jesus nach. Sie gehen mit ihm in die Wüste. Und was tut Jesus? Er lehrte sie lange. Das heißt, es ist wichtig, dass auch du diese Lehre Jesu wieder wahrnimmst, von dieser Lehre Jesu erfüllst wirst und dann wirken kannst in deinem Alltag, in deiner Umgebung. Und genauso das wünsche ich auch dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott.